Diese beiden Studenten wollen nur spielen. Auch wenn sie in voller Montur ein bisschen so aussehen wie die berühmten Ghostbusters, die Geisterjäger aus dem gleichnamigen Film. Genau das wollen sie auch, Geister jagen. In einer ganz speziellen Welt, einer Mischung aus Realität und Computerszenario. Human Pac-Man heißt das Spiel und er hat es erfunden. Adrian David Chiok von der Universität in Singapur war es leid, nur das alte zweidimensionale Pac-Man zu spielen. Den Klassiker aus den 80er Jahren, in dem ein kleiner gelber Kreis, der Pac-Man, möglichst viele Punkte und feindliche Geister fressen muss, ohne selbst gefressen zu werden. Und deshalb beschloss der Informatiker, Pac-Man zum Leben zu erwecken. Der Spieler geht raus, auf die Straße, schlüpft selbst in die Rolle des hungrigen kleinen Smileys, ausgerüstet mit tragbarem Computer und einem Sichtgerät. Das zeigt ihm nicht nur den Standort seiner menschlichen Geistergegner, sondern auch vom Computer erzeugte Riesenkugeln. Um Punkte zu sammeln, muss und kann der menschliche Pac-Man sie aber nicht essen, hindurchlaufen. Genügt. Bei den heutigen Computerspielen sitzt man ja nur vor dem Schirm und der Tastatur. Es gibt wenig soziale Kontakte oder körperliche Aktivität. Ich wollte etwas entwickeln, das an die Spiele vor dem Computerzeitalter anknüpft. Deshalb erinnert Human Pac-Man auch an das gute alte Fang-mich-Spiel. Denn der menschliche Geistergegner wird natürlich auch nicht, wie im Originalspiel, gefressen, sondern nur an einem Sensor berührt. Die reale Welt ist immer noch wichtiger, dominanter. Die künstliche Welt ergänzt das Bild nur. Ganz im Gegensatz zur neuesten Erfindung Magic Land. Hier wird das Abbild eines Spielers in eine komplett virtuelle Welt versetzt. Dazu lässt er zuerst in einer Art Fotobox seinen Körper und seine Bewegungen per Computer erfassen. So entsteht im Rechner eine kleine künstliche Kopie des Menschen. Die kann sein großes Original durch ein spezielles Sichtgerät betrachten und alles Mögliche mit ihr machen. Zum Beispiel sie, natürlich nur virtuell, in einen Plastikzylinder setzen und dann mit ihr in einer Fantasiewelt spielen. Für den Erfinder ist das alles erst der Anfang. Die virtuelle Welt, die bisher nur hinterm Bildschirm ist, wird lebendiger Bestandteil unserer Umwelt, ohne dass noch jemand einen Computer hochfahren muss. Die künstliche Welt wird Wirklichkeit und was heute noch merkwürdig aussieht, ist übermorgen vielleicht schon Teil unseres täglichen Lebens.